Hallo Astro-Rebellen, heute ist ein besonderer Tag, 20. Juni 2020. Dieser Tag ist besonders, weil wir gleichzeitig mehrere astrologische und astronomische Ereignisse haben. Auf der einen Seite eine Sonnenfinsternis im 0 Grad Krebs und dazu geht die Sonne in das Sternzeichen Krebs natürlich. Ne? Wir haben die Sonnenwende, wir haben eine Sonnenfinsternis gleichzeitig sehr nah. Ja, sind diese Ereignisse zueinander, also morgen ist die Finsternis, heute ist die Sonnenwende. Und das erzeugt ein Wechsel, ein energetischer Wechsel, was sich bei allen Menschen spürbar macht. Wie sich das letztendlich bei jedem Einzelnen zeigt, sei es als Ereignis, Person, Erfahrung, Verhältnis etc., hängt vom Horoskop ab, vom individuellen Horoskop ab. Manche Menschen haben das einfacher als andere. Manche haben es schwieriger. Aber wir alle haben mit den Themen dieser Finsternis in Krebs zu tun. In diesem Video werde ich euch sagen und erklären, aufgrund der Sonnenwende und aufgrund dieser Finsternis, was das ergänzt, was ich schon beim vorherigen Video erwähnt habe, welche Bedeutungen, welche Palette von Möglichkeiten wir hier haben. Was ist Krebs? Krebs ist die eigene Verletzlichkeit. Krebs ist das Zeichen, wo man sich zu Hause fühlt, wie ich schon erwähnt habe beim vorherigen Video. Und hier geht es um die emotionale Sicherheit. Um emotionale Sicherheit zu haben, müssen wir unseren Mitmenschen vertrauen können. Und dieses Thema Vertrauen ist zu dieser Sonnenwende jetzt besonders wichtig. Warum? Weil Jupiter rückläufig mit Saturn und Pluto, alle diese drei Planeten rückläufig in Steinbock sind. Ich kann keine Analyse von dieser Sonnenwende machen, ohne dass ich von diesen drei Planeten in Steinbock spreche, die eine riesige Energie erzeugen. Eine Energie, die sehr schwer ist. Eine Energie, die viele Einschränkungen mit sich beinhaltet, ist nicht einfach. Denn Steinbock betrifft das Thema Vergangenheit. Krebs, welches gegenüber Steinbock steht, beinhaltet die eigene Verletzlichkeit, die emotionale Sicherheit, die Empfindlichkeit, die man in sich trägt. Und diese Situationen, die so krass sind, die schwer sind, sei es beruflich, sei es privat, ja, diese beinhalten einen großen Druck, was auf vielen Menschen zugekommen ist. Man fühlt sich eingeschränkt, man fühlt sich nicht wohl, egal wie auch immer. Und diese Finsternis ist nicht leicht, es ist ein Wechsel, das heißt, hier muss man sich mit Ereignissen aus der Vergangenheit noch einmal auseinandersetzen, um diese zu heilen, um diese auszulösen, um diese zu überwinden. Diese Inhalte aus der Vergangenheit, von Situationen und Prozessen, die sich in die Länge gezogen haben, vom Traumas, die man erlebt hat, die tauchen jetzt wieder auf. Man bekommt sie vor Augen, denn jetzt ist die Zeit der Wandlung. Jetzt ist die Zeit der eigenen Befreiung. Und das kann jeder von uns erlangen, wenn jeder Verantwortung über seine eigene emotionale Bedürfnisse nimmt. Ja, es geht hier um Verantwortung, Verantwortungsnahme,
aufgrund von Verletzlichkeit, aufgrund von Schmerzen, die aus der Vergangenheit stammen. Das könnte man so psychologisch beurteilen und bewerten, diese Konstellation, die wir heute zur Sonnenwende und morgen zur Sonnenfinsternis haben. Merkur ist seit dem 18. des Monats, seit 2 Tagen rückläufig in Krebs. Und das heißt, diese bildhafte Erinnerungen, die man in Bezug zu Traumas aus der Vergangenheit, in Bezug zu Dingen, die verletzlich sind und waren, tauchen wieder auf. Ne? Irgendwie kommt das wieder zustande, das Thema. Und alles, was man verdrängt hat, weil es weh tut, muss jetzt konfrontiert werden. Das tut weh, das ist kein leichterer Prozess, aber es ist notwendig. Ja? Und ich werde auch selber emotional, weil ich meine, ich merke das auch bei vielen Menschen, ja, dass sie haben eine schwierige Zeit. Und Entschuldigung, ich meine, die Kunden, die ich beraten, ja, haben es nicht einfach. Ja, und diese Finsternis in Krebs bringt uns in Konfrontation zu uns selbst. Ja, dass man aus der Opferrolle rauskommt, dass man Zugang zu seiner inneren Macht hat. Weil jeder von uns hat eine Macht, die Welt zu verändern. Wir müssen nur diese Macht ausüben. Dafür müssen wir zuerst diese Macht erkennen. Welche Macht habe ich? Was kann ich tun, um die Gesellschaft zu verändern? Und das ist unsere Verantwortung. Wir müssen raus aus dieser Opfermentalität. Wir müssen raus aus dieser Erwartung, dass alles von alleine geschieht. Weil der Kosmos wird nicht von Gut und Böse beherrscht. Das sind menschliche Erfindungen, die nötig sind, aus einer bestimmten Perspektive oder unter bestimmten Voraussetzungen und Hintergründe. Aber letztendlich, der Kosmos wird vom einfachen Prinzip der Macht beherrscht. Und die Macht ist verantwortlich für Ursache-Wirkung, Ursache-Wirkung. Und jeder von uns hat eine Macht, eine persönliche Macht. Ja? Und wenn wir unsere Macht in unserem Leben nicht manifestieren, wer soll denn das tun, bitte? Niemand. Und deswegen müssen wir in uns kehren. Innenschau ist wichtig, so dass man sich erkennt, so dass man Schmerzen heilen kann, schmerzhafte Situationen aus der Vergangenheit. Krebs ist die eigene Verletzlichkeit, wie gesagt, Emotionalität. Und das steht gegenüber einer ganz schwierigen Energie von Steinbock. Ne? Wir haben diese 3 Planeten alle rückläufig in Steinbock. Rückläufig heißt, es wiederholt sich alles. Alles, was am Anfang dieses Jahres schwierig war. Und jetzt spreche ich von Weltgeschehnissen. Es wird sich alles noch einmal wiederholen. Ja? Bis Ende des Jahres. Es kommen wieder Einschränkungen. Warum sind diese Einschränkungen notwendig? Damit die Menschen erkennen, wie wertvoll die eigene Freiheit ist. Wenn das Bewusstsein der Menschen nicht hoch genug ist, wenn dieses kollektive Bewusstsein sich nicht so entwickelt hat, dass man verstanden hat, welchen Wert Freiheit hat, nicht nur die persönliche individuelle Freiheit, sondern auch auf der gesellschaftlichen Ebene, welchen Wert die eigene Freiheit hat. Wenn man das aufgrund seines
Bewusstseins, ja, Bewusstseinsniveau nicht erkennen kann, da muss man, das ist ein natürlicher Prozess, da muss man das als Erfahrung der Einschränkung erleben, damit man zur Wahrheit kommt. Und die Wahrheit ist, wir haben alle eine Macht in uns. Und das kann alles ändern. Die Zukunft ist nur eine Wahrscheinlichkeit. Es ist nicht entschieden. Genauso wie es keine Vergangenheit mehr gibt, dann gibt es genauso keine Zukunft mehr. Klar, die Erinnerungen von der Vergangenheit sind da, aber wir können das nicht ändern. Wir können aber die Zukunft im Jetzt ändern, indem wir die Zukunft bestimmen. Und das können wir jetzt im Jetzt machen. Ja? Das ist das Thema, was wir gerade haben. Also das Thema Verletzlichkeit, Vergangenheit, Familie, Verletzung, Traumas, die eigene Sicherheit, emotionale Geborgenheit, emotionale Sicherheit. Und dann haben wir das Thema Einschränkung, die Verlust. Die Verlust, die auch zur gleichen Zeit ein Gewinn sein kann, wenn man die Fähigkeit hat zu erkennen, dass alles einen Sinn hat, dass nichts umsonst geschieht. Nichts ist kostenlos in diesem Kosmos. Alles geschieht nach einer Logik. Es gibt keinen Zufall, leider. Ich sage leider, weil es wäre viel bequem, ne? Wenn es alles zufällig geschehen würde, dann muss man an sich nicht arbeiten, ne? Dann fällt alles vom Himmel, aber es ist halt nicht so. Man muss an sich arbeiten, sich verbessern, sein Bewusstseinsniveau erhöhen, damit man zur Wahrheit kommt. Sonst geht das nicht. Und dieser Prozess der Erkenntnis, wie viel Macht habe ich, wie viel Kontrolle habe ich über mein Leben? Manchmal braucht man die schlechte Erfahrung, nicht weil jemand von außen das will, sondern das ist ein natürlicher Prozess, weil Macht ist alles im Kosmos. Und wenn man etwas verdrängt, wenn man Verantwortung nicht übernimmt, beziehungsweise wenn man nicht frei sein kann, dann wird man auch nicht frei. Dann kommen die Einschränkungen, die zur gleichen Zeit eine Art Schutz für den einen sind. Weil man nicht frei sein will und kann. Diese kindliche Ängste, die jeder von uns hat, wir müssen diese Ängste überwinden, damit wir zu unserer inneren Wahrheit kommen, damit wir zu bestimmten Erkenntnissen kommen, weil im Grunde genommen unsere Intuition weiß schon alles. Ja? Wir müssen einfach nur an uns vertrauen, egal wie schwierig das ist. Okay? So. Ich hoffe, ich habe euch wirklich mitgeteilt und vermittelt, um was es geht gerade. Das ist eine krasse energetische Veränderung, was wir gerade erleben. Und es werden viele Wahrheiten rauskommen über Politik. Ja? Und dann stellt sich die Frage, wem kann ich vertrauen? Wem kann ich vertrauen? Ja? Bin ich ein Opfer? Oder vielleicht bin ich ein Opfer, weil ich das sein möchte, weil ich, wie gesagt, nicht fähig bin zu erkennen, welche Macht ich habe. Und deswegen muss die Einschränkung kommen, damit man auf diese Art und Weise erkennt, obwohl es keine Garantie gibt, natürlich, dass man das tut. Es gibt keine Garantie, dass man zu bestimmten Wahrheiten kommt. Jeder ist frei, jeder muss erkennen. Wenn nicht, dann wird das niemand machen. Niemand wird dich retten, wenn du dich an dich nicht arbeitest. Ja? Wenn du dich nicht analysierst, wenn du dich nicht kennst. Und Astrologie ist auch ein Teil davon. Es ist halt so, weil das Universum ist eine Einheit. Nichts funktioniert isoliert von etwas anderem. Alles ist verbunden. In den verschiedensten Ebenen der Wirklichkeit. Und wenn man das nicht erkennen kann, warum auch immer, dann wird dieser Prozess leider schmerzhaft sein müssen.
Okay? So, liebe Astro-Rebellen, was denkt ihr? Bitte bei den Kommentaren schreiben, was denkt ihr? Wie hat sich bei euch, das ist meine Frage an euch, wie hat sich bei euch dieses Wechsel gezeigt seit Anfang dieses Monats? Beziehungsweise seit Anfang dieses Jahres, ja? Weil, ich meine, wir hatten die Konjunktion Pluto-Saturn. Wir haben jetzt Ende Juli Mars in Quadratur zu Saturn, Jupiter und Pluto. Also wir haben die in diesem Jahr viele Sachen, die auf uns zukommen. Das ist noch nicht das Ende der Anfang, ja, oder des Anfangs. und dementsprechend, es kommt vieles auf uns zu, energetisch gesehen. Aber das dient alles für unsere Reifung. Das ist wichtig, damit die Menschheit zur nächsten Reifungsstufe kommt. Und dann kommen diese Einschränkungen, das ist normal, aber wir haben die Macht, wir haben die Kraft und wir schaffen es, liebe Astro-Rebellen.